Freunde, heute mal wieder vom Arbeitsplatz. Olight wird 15 Jahre alt und ja, wir haben einige coole Produkte und Sondereditionen im Sale. Und ein Produkt davon haben wir schon ein bisschen länger, ist ganz schön untergegangen in den ganzen Sales. Und ich glaube, der Miro hat es auch nur ein bisschen angeteasert. Aber ein reines Video über diese Lampe haben wir noch gar nicht auf dem Kanal. Und dem wollte ich mich heute mal annehmen. i3T Max ist eine verlängerte i3T. Und die haben wir im kommenden Sale auch in dieser schönen Bambus-Edition hier. Ist nicht einfach nur eine geänderte Lackierung oder ein anderes Material, sondern die ganze Lampe ist in Form eines Bambuses gefräst und das finde ich schon ziemlich cool. Schauen wir uns jetzt alles im Video mal genauer an. Ich wünsche viel Spaß dabei und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, viel Spaß jetzt. Unsere i3T Plus ist die verlängerte Version der i3T und sie besitzt bis zu 28 Stunden Laufzeit mit zwei Dreifach-A-Batterien, die weltweit erhältlich sind. Die Gehäusestruktur ist gleich geblieben und die Doppelhelix-Fräsung kommt auch wie bei der normalen i3T zum Einsatz. Anders sieht es bei der Bambus-Sonderedition aus. Hier kommt der ganze Lampenkörper in Kupfer und einem schönen vorgealterten Bambus-Look. Die Bedienung der i3T Plus ist so simpel wie beim kleinen Modell, halb durchdrücken für den Low-Modus und ganz durchdrücken für den High-Modus mit 250 Lumen Maximalleistung. Natürlich könnt ihr das Ganze auch im gewünschten Modus arretieren. Die Leuchtweite beträgt hier dank der verbauten Hochleistungs-LED und der PMMA-Linse 19 Meter im Low-Modus bis zu 70 Meter im High-Modus, was für diese Lampengröße schon beachtlich ist. Transportiert wird die i3T Plus mit dem bidirektionalen Pocket Clip an der Hose, Kappe oder ähnlichem. Damit ihr ein Gefühl für die Größe bekommt, hier mal neben einem Edding 3000. Die Länge der i3T Plus beträgt übrigens 133 mm. Der Durchmesser von 15 mm hat sich nicht geändert. Hier nochmal in der Gesamtansicht beide Modelle nebeneinander. So Freunde, i3T Max endlich mal hier auf dem Kanal vorgestellt. Schreibt doch mal unten in die Kommentare, was ihr zu i3T Max sagt. Ist es was für euch? Bleibt ihr lieber bei der i3T? Ist es euch zu viel, zu lang, schon wieder zu groß fürs EDC? Wie gefällt euch die Bambus-Edition? Wird wahrscheinlich für die Sammler interessant sein. Und ja, habt ihr schon eine? Wollt ihr euch eine kaufen? Oder wollt ihr eine gewinnen? Dann lasst auf jeden Fall einen Kommentar da. Ihr könnt eine gewinnen, je nach Lagerbestand, entweder in Schwarz oder hier in der Bambus-Edition, wenn noch was übrig bleibt. Ich bezweifle es. Und ja, einfach einen Kommentar da lassen mit Feedback und dann werde ich einen Kommentar wie immer auslosen. Teilnahmebedingungen gibt es unten in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch viel Spaß beim Sale. Schaut euch die anderen Videos noch an. Miro wird noch ein großes Sale-Announcement-Video raushauen und ich werde euch auch noch ein paar andere Videos anbieten. Also Freunde, viel Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.